Halli, hallo, hallöle. Willkommen zurück zu Pokémon Schwert. Heute mit weiteren Raids rund hier halt, ne? Die Rati. Was ist alles noch für Pokémon fehlen? Schlimm. Ja. Jo. Gib mir. Gib's mir einfach. So. Wir nehmen Mogelbaum. Am Wochenende übrigens, für alle, die das zu dem heutigen Zeitpunkt hier sehen, wenn das Video kommt, also den 13.07. Am Wochenende in Pokémon Go, das Pokémon Go Fest. Denkt daran. Für alle, denen das wichtig ist. So. Mogelbaum ist ein Gesteins-Pokémon. Ich nehme einfach ein Gesteins-Pokémon. Tausche das Gesteins-Pokémon durch ein Gesteins-Pokémon aus. Ist es fair oder unfair? Vor allem, wenn Kamalm auch noch andere Attacken kann. Die Gesteins-Pokémon vielleicht auch ein bisschen hart angreifen können auch. Die Brille klebt übrigens so ein bisschen am Gesicht, ne? Hat ja gar keine Bügel. Fällt mir jetzt erst auf. Hätte mir ja auch schon mal vorher auffallen können. Ja, bravo. Soll ich mal sterben? So. Ich kann auch wechseln auf Dünerfaust. Autsch. Ja. Hey, Schlag. Ins Gesicht. Naja. Aber auch nicht so hart. Dann machen wir es einfach nochmal, trotzdem. Hat ja nichts so viel jetzt. Oh, hoppla, gebracht. Ups. Oh, wir werden mal wieder klein. Sowas passiert selten, dass wir das alles überstehen und wir wieder klein werden. Was haben wir denn da? Buddy Press. Das ist auch so eine schicke Attacke mit englischem Namen. Bam, tot. Ja, die Pokémon sterben nicht, ich weiß. Da gab es übrigens gerade einen Hänger in der Leitung. Passiert ja übrigens manchmal mit den Verbindungen. Ich hab's gerade im OBS gesehen, aber was anderes als auf dem großen Bildschirm. Weil es etwas gehangen hat. Aber, hey. Es gibt Schlimmeres als Hänger im Spiel. So, einmal schnell ins Team aufnehmen. Ohne nachzudenken. Und dann gehen wir auf Eis. Das ist ein Sibirio, eindeutig.
Woher ich das wusste. Boah. Was knackt's denn hier gerade in meinem Ohr? Reg dich mal wieder ab. Oh, paralysiert. Ups. Los. Da müssen wir jetzt durch. Es gibt Schlimmeres, glaube ich, als das. Das regt mich, glaube ich, mehr auf als euch denn später. Es kann auch sein, dass es gar nicht so schlimm nachher im Video ist, deshalb. Aber ich habe heftige Aussetzer gerade im Ton, so. Dass man manchmal weg ist, dass es dann knackt. Das kann natürlich viele Gründe haben. Also entweder mein Headset ist nicht richtig dran, was ich nicht denke. Oder es liegt tatsächlich gerade an der Switch, dass sie etwas übertreibt. Aber da ich es vorher ja auch nicht hatte, sondern gerade erst zur Aufnahme, kannst du dich am Headset nehmen. Und wir hatten schon alles Mögliche hier mal, ne? Mit asynchronen Ton, während des Livestreams. Ja. Müssten wir überall durch. Da mussten wir durch. Und irgendwie haben wir es geschafft. Problem ist, ich sehe natürlich nicht jetzt, wo es oben weitergeht, ne? Also wie es oben weitergeht. Ich muss mich denn immer entscheiden. Ja, ins Team aufnehmen. Das Ding ist ja eh schon wieder halb besiegt, das Kamal. Stahl. Einfach Stahl auskühlen und gut ist. Nö. Hier ist es ja auch noch ein kleines Stahl-Pokémon. Sowas wie Alola Dicta. Ne, es ist ein Magneton. So sieht es natürlich groß aus. Normalerweise ist es aber auch nicht so groß. Body Press. Aha. Ups. Upsi. Wenn das Pokémon nicht angreifen kann, weil ein Blitzableiter hier im Team ist, sozusagen, dann ist immer alles etwas doof. Wirklich? Das Spiel will mich veräppeln. Anfeuern, hey!
Fangen! Bing, 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 bellelelelelem. Wir machen es mal so. Ein Fee. Pokémon. Ich habe da nicht aufgepasst, deshalb. Why not? Muss ich natürlich mit meinen Attacken jetzt irgendwie was machen, ne? Ja, wow. Bitte vergiften. Danke. Ja gut, Hagel macht ein bisschen Schaden, Vergiftung macht ein bisschen Schaden. Hatte ja alles so seine Vorteile gerade. Wurzeln? Müssen wir wurzeln? Die einfach, wenn die eigenen, das eigene Team auch noch Schaden dadurch bekommt. Tja, das soll man auch machen, ne? Und klein wieder. Drei Runden wieder vorbei. Hooray. Macht's ohne mich fertig, das bringt nichts. Ja, es ist ja schon vergiftet. Also ein bisschen mitdenken sollte man auch noch. Ach nee, es ist gar nicht mehr vergiftet. Hä? Es war doch vergiftet.
Ich blick auch nicht mehr durch. Oh, jetzt wird alles mal wieder aufgefrischt, außer meins. Meins muss erstmal wieder kommen. Also aufs Feld. Also erscheinen. Ihr wisst schon. So, ich darf wieder. Ray. Darf ich nicht einfach aufgeben? Die Gegner machen es alleine. Also die Teammember. Sibirio wird doch eh immer besiegt. Oder Morlord. Oder Blitzer. War aber ein langer Kampf. Ja, Sibirio. Sibirio. Das Packeis-Pokémon. Die Reißzähne, die es aus gefrorenem Atem erzeugt hat, sind härter als Stahl. Es schwimmt auf der Suche nach Futter durch die Eismeere. Speicher die Speicher. Nö, danke. Da muss ich mal wieder aufräumen, wa? Nehmen wir einfach das in der Mitte. Kadabra. Ja, ist klar, Elektro. Geist. Komm, wir nehmen Geist. Man muss dazu sagen, das, was er aufnimmt, ist halt das, was ja auch durchkommt durch die Elgato. Normalerweise muss das da auch das sein, was ich höre, aber das sieht komplett anders aus. Ich sehe die Stocker gar nicht im Streamlabs OBS. Komisch, komisch. Also ich habe das Gefühl, dass ich das nur höre. Aber selbst dann, ja, selbst wenn ihr es hören solltet, okay, dann tut es mir leid. Falls ich das nur höre, das nervt mich. Ich meine, wir hatten auch schon mal, dass denn irgendwo die Stimme verzerrt war. Ich glaube, das war auch schon mal so ziemlich zum Ende, aber von einem Stream. Von da ich immer so wenig Zuschauer hatte, hat es keiner geschrieben. Das war auch schon bei den Raids. Also, es macht schon einiges aus. Warum macht man eine Attacke, wenn das nichts bringt, wenn wir alle voll sind? So, also mit den KP. Heute zweideutiges Reden.
Gut, fang. Fangen! Mimikma wurde gefangen. Das macht irgendwie keinen Unterschied. Warum wechselt Corinna nicht ihr Pokémon aus, was geschwächt ist? Egal, wir gehen auf Drache. Uns auch immer erwartet, weil das ein Milza, ich konnte es überhaupt nicht richtig erkennen. Oder halt eins von Entwicklung. Ja. Es ist Scharfax. Die Entwicklung von Milza. Maxax ist denn übrigens die höchste Stufe aus der Evolutionsreihe. Ne? Milza, Scharfax, Maxax. Wer mir nicht glaubt, kann gerne nachgoogeln. Mach's einfach schwächer. Oh. Ups. Ja, ich hab volle KP. Aber du nicht. Dieses Eingeeistsein ist halt hässlich. Ups, verfehlt. Irgendwie höre ich keine Aussetzer mehr. Ich höre keine Aussetzer mehr. Auch gut. Ich höre alles normal sozusagen. Musste erstmal reinkommen. Ein Wackeln, zwei Wackeln, drei Wackeln, vier Wackeln, fünf Wackeln, weiter geht's. Scharfax wurde gefangen. Nicht aufnehmen. Muss ja mal überlegen, ne? Ja, wir hätten jetzt zum Beispiel ein Fee-Pokémon nehmen können. Dann wäre es dumm gewesen. Wir nehmen einfach irgendeinen Käfer, was ich hier nicht sehe. Weil es wahrscheinlich so klein ist. Ist ich wie Barack. Kappa. Nee. Das ist ein Marithelit. In der Düna. Giga-Düna Max-Symbionsform. Also als UFO. Sieht heftig aus. Auf diese Idee überhaupt zu kommen, ne? Also manchmal frage ich mich, was sie für Pillen einnehmen. Um solche Punkte zu erfinden. Aber irgendwie auch gut. Bisschen Diversität bei den Pokémon. Immer wieder gut. Es gibt ja auch viele, die sagen, die neuesten sind irgendwie die hässlichsten, aber wenn man uns mal so zurückblickt, selbst die am Anfang waren jetzt nicht so die schönsten. So ein Kleinstein, das einfach nur ein kleiner Stein ist. Oder so ein Voltoball, was einfach nur so ein Ball ist.
Oder so wie die Entwicklung Elektroball. Oder Dicta. Guckt euch doch mal Dicta an. Und dann soll einer noch sagen, hui. Die jetzigen Pokémon sind nicht kreativ. Vielleicht sind sie sogar noch eher kreativ. Meine Güte. Jetzt besiegt's doch mal. Danke. Fangen. Ins Team aufnehmen. Nein. Warum nicht Damien mit seinem Mimikma? Dass der Halbarm krepieren ist. Ich verstehe das manchmal nicht. So, wir machen es jetzt irgendwie. Komm, ihr schafft das. Ich glaube an euch. Irgendwie. Pokémon sieht natürlich auch interessant aus, ne? Das Weiße dazwischen Kabelbinder? Ich glaube ja. Das ganze Ding ist ja ein Kabel. Ja, Mimikma sieht's nicht so gut aus gerade. Dem geht's nicht gut. Ja, klar, Geometrie ist noch paralysiert. Aber es ist tatsächlich erst das erste Mal ein Pokémon besiegt. Okay, und ein zweites Mal. Ja, mach doch Platz, damit das Pokémon mich angreifen kann. Du bist dran,
großes Pokémon, was aussieht wie ein UFO. Von dieser Lichtstrahl dann auch noch, ne? Die Erdanziehung wurde verstärkt, ja. So macht man's. Und besiegt. Schwups, die Wups, die Wups. Ja. Dann wurde aus dieser Folge ja doch noch irgendwas. Wir nehmen natürlich Voltriant. Ja, komm. Ist jetzt auch egal. Hier, wir wechseln mal. Die Berlo weg. Im Beutel verstauen. Yay. Zur Sicherheit nochmal speichern. Und dann war es das Ganze auch schon wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine positive Bewertung da. Ihr könnt natürlich auch gerne einen Kommentar schreiben für Anregungen. Und natürlich könnt ihr gerne das Video liken, die Glocke drücken, abonnieren. Irgendwas habe ich doppelt gesagt. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und Arrivederci.